So, bis hierhin war Kunst. Jetzt Penisliteratur. Mein erstes Mal. Anfang der 80er. Ich ging mit Ute. Die vulgären Vertreter unter meinen Freunden sagten, Ute, voll die Stute, die Kultivierterin, Ute ist eine Gute. Und ich nickte immer und wusste nicht, was geht. Wir waren so 5 Wochen zusammen, Ute und ich. In den 80ern lief es immer wie folgt. Hallo, hallo, Minigolf, Baggersee, Kino, Zungenkuss, Baggersee, Brust, Kino, Brust, 6 Stunden am Autoscooter stehen, Schluss machen, Briefchen schreiben, wieder miteinander gehen, langer Zungenkuss, eingerissene Mundwinkel, Fahrradtour, Petting, Petting, Autoscooter, Jugendzimmer, Teelichter, Brust, Brust, Penis, Showtime. Und dann, ich lasse das einsickern, und dann, das erste Mal, ich ahnte da vorab schon was und hatte in meinem Zimmer alle Koordinaten auf geschmeidig gestellt. Also Boxershorts an, geduscht, Zähne gekerchert, Kuschelrock-Kassette auf endlos umdrehen, justiert, Kerzen an, Knight Rider-Bettwäsche raus. Schwarze Satin-Bettwäsche drauf, die rutschige Scheiße. Und jetzt ruhig atmen, Ding Dong, da ist sie jetzt, aber für sie rein, Blödmann. Und vor allem tu so, als würde dein Zimmer immer wie ein Puff aussehen und nicht nur heute. Man kennt das. Beginnen wir. Hier die Schilderung meines ersten Mals. In Echtzeit. Ute kommt rein. Obwohl es hier aussieht wie im Beschälerzelt von Genghis Khan, sagt sie, hübsch. Sie trägt einen Rock, gut. Sie trägt eine Corsage, gut, läuft. Wir knutschen. Corsage, denke ich. Ich lange folgerichtig nach hinten, weg damit. Und meine Finger finden drollige Dinge vor. Etwa 7000 Haken und Ösen. Ganz offensichtlich gehe ich seit 5 Wochen mit Robocop. Ich ermahne mich, und das ist jetzt wirklich wichtig, zum rechten Zeitpunkt die entsprechenden 3 Fragen zu stellen. 1, bist du noch Jungfrau? 2, im späteren Verlauf, ist es so gut? 3, im noch späteren Verlauf, war es für dich so schön wie für mich? Standardfloskeln. Ist wie bei Western, wo einer angeschossen im Sand liegt und sagt, geht ohne mich weiter, ich bin nur Ballast für euch, ohne mich kommt ihr schneller voran. Das wird erwartet, man macht das so fertig. Ute greift nach hinten, es klickt 5000 Mal leise. Die Corsage fällt von ihr ab, darunter ein trägerloser BH. Hört das hier nochmal auf, denke ich. Indes, ein Blick nach unten steht. Sieht auch ordentlich aus, da können wir mit der Wasserwaage dran gehen. Ich frage Punkt 1 ab. Ute, bist du noch Jungfrau? Sie lacht so blöd, als hätte ich gefragt, Ute, ist der Mond aus Käse? Scheiße, dann nicht. Dann kann ich ja ergänzen zu, Ute ist eine Stute und Ute ist eine Gute, direkt kein Geblute bei Ute hinterher schieben. Das muss man jetzt pragmatisch sehen. Metzgerniveau, schmerzarme Veranstaltung, passt schon. Ute raunt. Was ist mit Verhütung? Ich raune. Ich pass auf. Ute raunt. Das ist zu unsicher. Ich raune. Das ist doch jetzt Quatsch. Wie kann aufpassen unsicher sein? Ute raunt. Ich hab Kondome. Gefolgt von, warte, ich mach das. Ihre Stimme klingt dabei so verführerisch, als würde sie bei Carglass eine Seitenscheibe einbauen. Ich höre Folie reißen, dann wird mir der Penis tapeziert. Ist auch nicht schlecht, passt leidlich, hat vorne Luft, aber kneift unten etwas, muss ich wohl ein paar Tage eintragen. Ich sehe an mir herab und rufe, Potzblitz. Kann auch sein, dass es Hilfe, Mutti oder Hilfe-Mutti war. Was ich damals rief, hat der Sand der Zeit verschlungen. Was ich sah, weiß ich heute noch. Nämlich nix. Mein Pillemann ist weg, rief ich. Ute hielt mir zur Klärung die Folie des Kondoms hin. Ich las, Fromms, ein Präservativ, Farbe, schwarz. Das ist das Letzte, dachte ich. Bisher war der schlechteste Spezialeffekt, den ich je sah, wie Phantomas sich die Masken abnimmt. Jetzt ist mein Pimmel selbst Phantomas. 10 Sekunden später, der erotische Teil.
Ich arbeite hart, versuche Fantomas zu justieren und unterzubringen. Ja, jetzt kann ich auch drüber lachen. Ich arbeite hart, versuche Fantomas zu justieren und unterzubringen. Widerstand. Aber zwecklos. Das kommt ja mal gut. Holla, die Waldfee. Und dann hörte ich das Finsterste, was ich überhaupt jemals in meinem Leben hörte. Das gilt immer noch, auch jetzt, 500 Jahre später. Ute flüstert. Bist du schon drin? Wie bitte, sag ich. Bist du schon drin? Hör mal, sag ich. Bist du lokal betäubt, oder wie? Also, ich bin jetzt generell zwar untenrum angezogen wie eine Luftpumpe, aber ich würde mal sagen, ja, ich bin da mal drin. Aha, sagt Ute. Was heißt denn aha, sag ich? Wer war dein Ex-Freund? Godzilla? Ute küsst mich. Und ich kann mir Frage 2, ist es gut so? Sparen. In dem Moment macht's allerdings auch Schrung. Der Kassettenrekorder wechselt die Seite und zeitgleich explodiert es aus mir heraus. Neue Kassettenseite. Musiktitel Elton John, I'm Still Standing. Frage 3, war es für dich so schön wie für mich? Beantworte ich mir lieber selbst und zwar mit... Bestimmt. Irgendwann schmeißt mich Ute runter. Du, sagt Ute, während sie die Rüstung wieder anlegt, das mit uns, also dass wir miteinander gehen und dass wir miteinander schlafen. Ich blicke auf und sage, ja, ja, lass mich einfach hier liegen, ich bin nur Ballast für dich, ohne mich kommst du schneller voran. Und das war es dann auch schon. Mein erstes Mal. Über die Jahre bin ich dann besser geworden. Man könnte sogar sagen, ganz gut. Zwar war es auch mal schäbig zwischendurch, aber es wurde nie wieder so übel wie an jenem Abend damals, als mein Penis zur dunklen Seite der Macht wechselte.